Der Elektriker Lukas Schnolzi wird im Jahr 2007 im Botanischen Garten in Berlin-Stechlitz eingestellt. Er wird eingestellt als Service-Mitarbeiter im Techniker-Service, Technik-Service. Und ihm werden bald vielfältige Aufgaben übertragen. Stellvertretender technischer Leiter, Begehung mit dem Architekten, Baubesprechungen, Erstellen von Energiesparkonzepten, Schadensmeldungen an Sendstadt um, also Senator für Stadt- und Umweltschutz, Fremdfirmenabwicklung, das heißt, wenn Fremdfirmen bestimmte Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten machen und die kommen in Betrieb, dass er das kontrolliert und mit ihnen verhandelt und so weiter. So, das Einholen von Angeboten und Bestellungen, Reparaturen, elektrische Anlagen, eigenständiger Betrieb einer Elektrowerkstatt und dort auch die Lagerführung, die elektrische Infrastruktur, oh Gott, was hast du für eine Scheiße. Achso, Beleuchtung, ja. Prüfung ortsveränderlicher Geräte und Prüfung bzw. Dokumentation ortsfester Anlagen, elektrischer Anlagen. Also ihr habt eine ungefähre Vorstellung von denen. Die wichtigsten Funktionen und Aufgaben, die weit über die Aufgabe eines Elektrikers hinausgehen, wurden im Oktober 2008 in einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag schriftlich fixiert. Und das ist vor allen Dingen die Vertretung des technischen Leiters, des Bereichsleiters Technik und Umwelt, und zwar in Fragen der operativen baulichen Unterhaltung, das heißt insbesondere in Fragen Instandhaltung und Reparaturarbeiten, sowohl intern die Durchführung als auch extern Beauftragung von Fremdfirmen für Instandhaltung und Reparaturarbeiten. Die Mitwirkung bei der Erstellung von Konzepten zur Energieeinsparung und auch die eigenständige Prüfung bzw. Dokumentation ortsfester Anlagen. Also diese Sachen alle, die wurden also in einem Zusatzvertrag wurden die also schriftlich fixiert, dass Lukas Schmolzi diese Aufgaben übertragen kann. Außerdem wird dafür in der Zusatzvereinbarung eine Zulage von 2 Euro pro Stunde vereinbart. Die er dann auch ab dieser Vereinbarung immer bekommt. Indem die Geschäftsführung Lukas Schmolzi diese zusätzlichen, mit erheblicher Verantwortung verbundenen Aufgaben übertrug, gab sie ihr Vertrauen in seine Fähigkeiten zu erkennen und förderte ihn. Lukas Schmolzi machte also seine Arbeit gut, sonst hätten sie ihn diese Aufgaben nicht übertragen. Im Juni 2010 wird Lukas Schmolzi in den Betriebsrat gewählt. Und im folgenden Jahr 2011, im August, wird er stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Damit ändert sich alles für Lukas Schmolzi. Was geschah im Einzelnen? Anfang 2011, also wenige Monate nach der Wahl von Lukas Schmolzi in den Betriebsrat, schreibt die Geschäftsführung für den Bereich Technik, Infrastruktur und Umwelt eine Stelle aus. Assistenz im Bereich Technik, Infrastruktur, Umwelt. Das ist der Bereich, für den Lukas Schmolzi die Aufgabe der Vertretung des Bereichsleiters, insbesondere bei der internen und externen Abwicklung von Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, übertragen worden war. Als Herr Schumacher, der Leiter dieses Bereichs, für circa 2 Monate ganz aus dem Unternehmen ausschied, übernahm für diese Zeit Lukas Schmolzi dessen Aufgaben als Bereichsleiter ganz.
Trotzdem wird im März 2011 in diesem Bereich zur Unterstützung des Bereichsleiters Schumacher ein Assistent mit einem unbefristeten Vertrag eingestellt. Der Betriebsrat verweigert die Zustimmung zu dieser Einstellung ohne Erfolg. Das Gericht ersetzt die vom Betriebsrat verweigerte Zustimmung. Noch vor der Entscheidung des Gerichts, Ende September 2011, steht Lukas Schmolzi im August 2011 plötzlich vor den verschlossenen Türen seiner Arbeitsräume. Arbeitsräume jedenfalls, soweit er Aufgaben des technischen Leiters bzw. dessen Stellvertreter übernehmen musste. In den Worten des damaligen Anwalts von Lukas Schmolzi liest sich das so. Die Wahrnehmung dieser Zusatzaufgaben erforderte Zugang zum Büro der technischen Leitung. Dort befinden sich die zur Ausführung der Zusatzaufgaben erforderlichen Arbeitsmittel, wie etwa der Ordner mit Schadensmeldungen, Schadensmeldungsformulare, Baupläne, Fotokopierer und andere mit der Zusatzaufgabe im Zusammenhang stehenden Arbeitsmittel. Herrn Schmolzi war für den Zugang zu diesem Raum ein Transponder überlassen. Unmittelbar nachdem Herr Schmolzi in das Amt des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden gewählt wurde, veranlasste die Verwaltungsleiterin und Geschäftsführerin Frau Gottwald, dass die Zugangsdaten zum Büro der Technikleitung geändert wurden. Herrn Schmolzi war anschließend ein Zugang zu diesem Büroraum technisch nicht mehr möglich. Er konnte den Raum mit dem Transponder nicht mehr öffnen. Ein Gespräch mit Herrn Schmolzi über diese Änderungen fand vorher nicht statt. Der Betriebsrat beanstandete mit E-Mail vom 23. August 2011 die Entziehung der Zugangsmöglichkeit gegenüber ihrer Mandantin, also gegenüber dem Botanischen Garten. Mit dieser E-Mail, ebenfalls am 23. August 2011, mit einer weiteren E-Mail, ebenfalls vom 23. August 2011, antwortete Frau Gottwald, die Entziehung der Zugangsmöglichkeiten stehe in keinem Zusammenhang mit der Betriebsratswahl. Es handele sich um eine allgemeine Neuregelung der Zugänge für eine Mehrzahl von Arbeitnehmern. Es wäre hiernach zu erwarten gewesen, dass Herr Schmolzi anschließend zeitnah Zugang zum Büro der Technikleitung auf geänderte Art und Weise erhält. Genau das geschah nicht. Die Beschwerde des Anwalts war also ohne Erfolg. Mit Schreiben vom 24. Januar 2012 teilte die Geschäftsführerin Frau Gottwald Lukas Schmolzi mit, mit sofortiger Wirkung entziehen wir Ihnen die bislang übertragenen Zusatzfunktionen. Wir teilen Ihnen informatorisch mit, dass wir Ihnen die an die Zusatzfunktion geknüpfte Zulage im Hinblick darauf nur bis zum 31.12.2012 zahlen können. Die Geschäftsführerin Frau Gott. Also, was bedeutet das? Diese Aufgaben waren ihm also alle entzogen worden. Die Geschäftsführerin Frau Gottwald hatte Lukas Schmolzi nicht nur die vertraglich vereinbarten Zusatzfunktionen entzogen, sondern auch die Zulage von 2 Euro je Stunde. Das sind immerhin 357 Euro im Monat. Lukas Schmolzi musste sich Geld bei seinen Eltern ausleihen, um noch über die Runden zu kommen. Das ist ja doch ein Schlag, den man erstmal verkraften muss. Das hat man hat seine Lebenshaltung ja anders eingestellt. Das, was da die Geschäftsführerin Frau Gottwald gemacht hatte, war Vertragsbruch. Denn Zusatzaufgaben und Zulagen waren durch einen Zusatz zum Arbeitsvertrag vereinbart worden. Die Geschäftsführerin rechtfertigte sich damit, dass die Zusatzvereinbarung eine widerrufliche Regelung sei, also eine Regelung, bei der das Recht zum jederzeitigen Widerruf mit vereinbart worden sei. Aber von einem Widerrufsrecht stand nichts in der Zusatzvereinbarung und konnte auch bei bestem Willen nicht durch Auslegung aus der Zusatzvereinbarung herausgelesen werden. Der Grund für diesen Vertragsbruch der Geschäftsführerin war meines Erachtens ein anderer. Sie wollte unter allen Umständen Lukas Schmolzi die Zusatzaufgaben und die Zulage entziehen. Über eine Änderungskündigung war das aber unmöglich, denn Lukas Schmolzi war Betriebsrat. Und Betriebsräte haben einen besonderen Kündigungsschutz. Deswegen entschied sich die Geschäftsführerin, Frau Gottwald, für den Vertragsbruch.
und entzog Lukas Schmolzi die vereinbarten Zusatzfunktionen und die vereinbarte Zulage, ohne eine Änderungskündigung auszusprechen. Aber diese Entscheidung für den Vertragsbruch war ebenso wenig von Erfolg gekrönt, wie eine Änderungskündigung erfolgreich gewesen wäre. Lukas Schmolzi klagte und gewann. Er gewann in der ersten Instanz und er gewann in der zweiten Instanz. Damit behielt Lukas Schmolzi die Zulage, ein schöner Erfolg. Mit den Nachzahlungen konnte er auch die Schulden, die er bei seinen Eltern angehäuft hatte, zurückbezahlen. Schwieriger war die Situation im Hinblick auf die Aufgaben, die ihm zugewiesen worden waren. Laut seinem Arbeitsvertrag war er weiter Servicemitarbeiter im Technikdienst. Auch die zusätzlich vereinbarten Funktionen und Aufgaben galten weiter für ihn. Das hatte das Gericht ausdrücklich festgestellt. Aber das galt nur auf dem Papier. Die Aufgaben und Funktionen, die auf Lukas Schmolzi durch Arbeitsvertrag und Zusatzvereinbarung übertragen worden waren, hätten ihm durch eine Anweisung pauschaler Art oder viele Einzelanweisungen auch konkret zugewiesen werden müssen. Eine Anweisung in pauschaler Form wäre zum Beispiel gewesen, vom 2.1. bis zum 15.1.2013 ist der Bereichsleiter verreist, bitte vertreten Sie ihn in Fragen der Instandhaltung und Reparaturarbeiten. Eine konkrete Einzelanweisung wäre zum Beispiel gewesen, bitte reparieren Sie den elektrischen Defekt an der Anlage XY. Aber genau solche Anweisungen wurden ihm nicht erteilt. Lukas Schmolzi ahnte schon bald, dass ihm über eine lange Zeit nur eine Arbeit zugewiesen werden würde. Die Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen. Aber das wussten wir nicht sicher, insbesondere auch deswegen, weil ihm nach erfolgreich beendetem Prozess eine neue Aufgabenbeschreibung übergeben wurde, die in großem Umfang Aufgaben enthielt, die der Arbeitsvertrag inklusive Zusatzvereinbarung vorsah. Sehr bald aber stieß Lukas Schmolzi auf, dass er nicht einmal mehr wie früher die Störmeldungen aus dem Bereich Elektrotechnik bekam, weder zum Ausführen noch zur Information. Ich beriet mit Lukas Schmolzi, was zu tun wäre, und wir entschieden uns für eine Beschwerde nach 85 des Verfassungsgesetz, ein eher selten genutztes Mittel. Da über die Berechtigung dieser Beschwerde keine Einigung erzielt werden konnte, verlangte der Betriebsrat die Einsetzung einer Einigungsstelle. Weil die Geschäftsführung die Einsetzung einer solchen Einigungsstelle ablehnte, musste der Betriebsrat die Einsetzung über das Gericht erzwingen, mit Erfolg. In der Einigungsstelle verpflichtete sich die Geschäftsführung, die Störmeldungen im Bereich der Elektrotechnik am Tag der Auftragserteilung im PC zu speichern, sodass Lukas Schmolzi auf diese Meldungen zugreifen kann. Trotzdem musste Lukas Schmolzi am 22. Mai 2014, als er zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt wurde und damit nur noch als Betriebsrat tätig war, rückblickend für die vergangenen anderthalb Jahre feststellen, er hatte nur ortsfeste elektrische Anlagen geprüft, zunächst einmal sogar nur dokumentiert. Ein Arbeitstag lief so ab. Lukas Schmolzi hatte sich jeden Morgen zu erkundigen, ob für ihn aktuelle Aufgaben anstehen, zum Beispiel Bearbeitung von elektrischen Defekten aufgrund von Störmeldungen. Das wurde verneint, obwohl er im PC die aktuellen Störmeldungen im Elektrotechnikbereich sehen konnte. Obwohl er doch Elektriker war, wurde er nie beauftragt, solche Störungen zu arbeiten, zu reparieren. Damit wurde immer ein anderer Elektriker beauftragt, der zuvor in den Bereich Servicetechnik versetzt worden war. Lukas Schmolzi hatte immer nur ortsfeste Anlagen zu prüfen, genauer zunächst einmal nur zu dokumentieren, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Denn von solchen ortsfesten Anlagen hat ein botanischer Garten eine ganze Menge. Wenn er alle durch hat, kann er wieder von vorne anfangen. Die Geschäftsführerin Gottwald sprach von einem ewigen Turnus. Und damit waren also diese Aufgaben alles weg. Nach seiner Wahl in den Betriebsrat
wurden die vielfältigen Tätigkeiten des Lukas Schmolzi eingeschränkt auf eine einzige Tätigkeit: Dokumentation ortsfester elektrischer Anlagen. Zwar eine Arbeit im Rahmen des Arbeitsvertrages, sogar der ihm später übertragenen Zusatzfunktionen, aber durch ihre Ausschließlichkeit eine monotone und ermüdende Arbeit. Dabei ist bemerkenswert, die ortsfesten Anlagen wurden weder regelmäßig geprüft, bevor Lukas Schmolzi damit begann, noch wurde diese Prüfung fortgesetzt, nachdem Lukas Schmolzi damit aufgehört hatte, weil er nach seiner Wahl zum Betriebsratsvorsitzenden nur noch als Betriebsrat tätig war. Das wurde weder vorher gemacht noch nachher. Ja, das ist Union Busting. Darunter wird ja nicht nur die systematische Schikanierung von Gewerkschaften verstanden, Gewerkschafter, sondern auch die systematische Schikanierung von Mitgliedern eines Betriebsrats. Sinn und Zweck des Union Busting ist die Aufgabe oder gleich das Ausscheiden aus dem Unternehmen zu erzwingen. Widerständiges Handeln soll unterbunden werden. Einer soll sein Amt als Betriebsrat aufgeben, ein anderer auf seine gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb verzichten. Oder derjenige, gegen den Union Busting praktiziert wird, soll das Unternehmen gleich ganz verlassen. Die hier beschriebene Form des Union Busting ist eine besondere Form. Aber ich glaube, es ist eine Form, die besonders häufig eingesetzt wird, wenn Union Busting praktiziert wird. Die Zuweisung einer Tätigkeit, die ein Mensch auf Dauer nicht erträgt. Es gibt sogar große Anwaltskanzleien, die das direkt empfehlen, als eine Methode, die Leute aus den Betrieben zu werfen. Bei Lukas Schmolzi erfüllte das Union Busting nicht seinen Zweck. Es zerstörte Lukas Schmolzi nicht, im Gegenteil. Es deckte seinen Widerstandswillen. Der Angriff, den die Geschäftsführung auf ihn als eine einzelne Person richtete, allerdings nicht um nur ihn, sondern alle einzuschüchtern, provozierten ihn, auch kollektiv zu erwidern. Das heißt, das gemeinsame Handeln der Kolleginnen und Kollegen zu suchen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit durch Tarifvertrag wurde das gemeinsame Ziel. Ein langer Kampf begann. Aber sie haben ihn gewonnen. Die innere Logik des Union Busting, widerständige Kollegen aus dem Betrieb zu werfen, um schlechte Arbeitsbedingungen aufrechtzuerhalten, hatte sich in sein Gegenteil verkehrt. Der Widerstand im Betrieb wurde stärker und konnte eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen durchsetzen. Also das, wie man umgangssprachlich sagt, war das ein Schuss in den Ofen. Das Gegenteil war am Ende da als das, was sie eigentlich wollen. Aber eine Frage ist noch nicht entschieden. Wenn Lukas Schmolzi irgendwann vielleicht nicht mehr nur als Betriebsrat tätig ist, wie wird er dann eingesetzt? So wie vor seiner Wahl zum Betriebsrat oder so wie nach seiner Wahl zum Betriebsrat? Er könnte ja zum Beispiel nicht mehr als Betriebsratsvorsitzender fungieren. Neben juristischen Mitteln, die zu bedenken sind, da können wir nachher später nochmal drüber sprechen, ist es vor allem wichtig, in der Öffentlichkeit von der Geschäftsführung zu verlangen, dass sie Lukas Schmolzi so einsetzt, wie sie ihn vor seiner Wahl zum Betriebsrat einsetzte. Zum Beispiel ist denkbar, dass Lukas Schmolzi und sein Kollege sich die Elektrikerarbeiten teilen, untereinander aufteilen. Eine Anweisung bedarf es eigentlich überhaupt nicht. Entscheidend ist doch, dass die Arbeiten rasch und sach- und fachgerecht ausgeführt werden. Und natürlich musste Lukas Schmolzi wieder die Funktion des stellvertretenden Bereichsleiters ausüben. So wie es mit ihm in der Zusatzvereinbarung festgelegt worden war. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie eng dieses Union Busting mit den schlechten Arbeitsbedingungen im Botanischen Garten verbunden ist. Union Busting läuft auf eine Verteidigung dieser schlechten Arbeitsbedingungen hinaus. Denn einer wird eingeschüchtert und alle sind gemeint.
Die Gegenwehr läuft auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen hinaus. Die schlechten Arbeitsbedingungen wurden aber bewusst herbeigeführt zwischen dem Präsidenten der Freien Universität Berlin und der Leitung der Zentraleinrichtung Botanischer Garten. Wurde das Ziel vereinbart, für den Zeitraum 2003 bis 2009 den Zuschuss für diese Zentraleinrichtung um 1 Million Euro zu senken. Dies wiederum war die Folge der im Hochschulvertrag des Landes Berlin mit der FU vereinbarten Kürzung des Landeszuschusses. Letzten Endes ist also das Land Berlin für die schlechten Arbeitsbedingungen verantwortlich. Das beschriebene Union-Busting gegen Schmolke zeigt, was für ein verheerender Schaden dadurch angerichtet wurde. Der Tarifvertrag, den die Gewerkschaftsmitglieder des Botanischen Gartens durchsetzen konnten, ist ein wichtiges Signal der Abkehr von dieser Politik des Sparen, bis es quietscht, sagte damals der, wie ist er denn nochmal? Bovereit. Jetzt ist es an der Zeit, die restlichen Scherben zusammenzukehren. Es darf nicht mehr zugelassen werden, dass so mit Menschen umgegangen wird, wie es mit Lukas Schmolzi geschehen ist. Das darf sich nicht wiederholen, wenn Lukas Schmolzi einmal nicht mehr nur Betriebsratsarbeit machen sollte. Lukas Schmolzi muss so eingesetzt werden, wie er eingesetzt wurde, bevor er Mitglied im Betriebsrat wurde. Das war's.